Herzlich willkommen zu diesem Abend heute. Ich möchte euch gerne etwas über die Natur erzählen und mit der Natur erzählen. Ich habe schon ganz viele Naturwesen eingeladen, also falls ihr mal irgendeine Baumenergie fühlt oder Pflanzenenergie oder so, die sind jetzt alle mit da und dabei. Also für mich war die Natur schon immer einfach so Liebe pur. Weil, ja, ich habe mich da einfach wohlgefühlt im Wald, am See, in der Wiese. Und ich hatte einfach das Gefühl, die Pflanzen, die verstehen mich. Die wissen einfach, was ich fühle oder was ich denke. Oder auch die Bäume, der ist einfach irgendwie da. Und der nimmt mich einfach so, wie ich bin. Was ich oftmals von den Menschen nicht so sehr gekriegt habe oder so, oder was ich mir gewünscht habe, aber die Natur, die ist so für mich irgendwie so bedingungslos. Sie ist einfach immer da, sie strahlt immer ihre Liebe aus, sie macht einfach immer ihre Aufgabe, egal wie wir sie behandeln, egal wie oft wir sie töten oder wie oft wir sie irgendwie stutzen oder sonst was mit ihr machen. Sie ist einfach da und sie ist Liebe pur. Und später, als ich dann so 16, 17 war und ich angefangen habe, mit den Tieren zu kommunizieren, habe ich dann das auch mit den Bäumen ausprobiert. Und das war einfach immer, ja, das ist einfach so schön, weil die sind so weise. Das, egal was mich gerade beschäftigte, hatten die immer einen Rat für mich und die haben mir immer zugehört und die haben mir irgendwie immer die richtige Antwort gegeben. Und das war so schön, weil, ja, ich konnte einfach zu meinen Bäumen gehen und die hatten immer einen Rat und so. Und da muss ich euch von einem Baum erzählen, der war so lustig. Das war ein Junger, der war ganz jung, also der war, glaube ich, noch nie in einem Baum und so. Und dann auf meinem Nachhauseweg musste ich immer so über einen Bach laufen. Und da blieb ich da oft so stehen, weil ich mag Wasser total und habe so das Wasser angeschaut, wie das auch einfach so fließt, ohne Widerstand. Es geht einfach, es fließt einfach. Und dann hat er mich einfach so angequatscht und gesagt, hallo du, so ganz quirlig, da habe ich richtig gemerkt, das fällt dem echt schwer, da wirklich, also das Wesen einfach so in diesem Baum oder mit diesem Baum so zu bleiben. Und dann haben wir so gequatscht und so, und dann hat der Baum gesagt, also weißt du, also weißt du, ich mag schon gerne mal Spaghetti probieren. Und ich musste so lachen. Und habe gedacht, ja sicher, ein Baum will jetzt Spaghetti, klar. Und hat mich dann so gefragt, ob ich ihm nicht mal Spaghetti bringen kann. Und da habe ich ihm gesagt, ja nein, also hallo. Ja, und einfach jedes Mal, wo ich da vorbeigelaufen bin, hat er gesagt, und, was sind die Spaghetti? Kann ich nicht mal Spaghetti haben? Da habe ich ihm gesagt, na also hör mal. Dann musst du dann dir halt einen menschlichen Körper aussuchen. Dann kannst du Spaghetti essen. Aber ich meine, ich kann dir jetzt schon Spaghetti irgendwie unter den Baum legen und so. Aber was hast du davon? Du kannst sie ja nicht essen, oder? Ich kann dir auch beschreiben, wie Spaghetti sind oder die schmecken. Aber naja. Und dann irgendwie so mit der Zeit habe ich ihm dann erklärt, dass er sich ja, weil ihm war irgendwie langweilig, da ständig in diesem Baum zu sitzen. Und da habe ich ihm erklärt, dass er ja sich mit anderen Bäumen austauschen kann oder dass er ja mit denen sprechen kann. Und später bin ich dann weggezogen und als ich dann wieder an diesem Platz war, hat er sich total beklagt, dass ich nicht mehr da bin, jetzt kann er mit mir gar nicht mehr reden und so. Und habe ich gesagt, ja, aber hey, du kannst ja mit anderen Bäumen sprechen. Du kannst ja, keine Ahnung, mit einem Baum aus Frankreich sprechen, der hat ganz andere Dinge zu erzählen oder ein Baum aus Afrika oder sonst was. Und dann wirklich, als ich das nächste Mal wieder da vorbei lief, hat er mir so erzählt, oh, ich habe einen anderen Baum getroffen in Südamerika. Und so, und ich so, oh, hat er sich verliebt. Total süß.
Und dann war er happy und er wurde dann auch ruhiger. Also ich glaube, er hat sich wie so angefreundet, dass er jetzt ein Baum ist oder dass er mit einem Baum ist oder so. Und war nicht mehr so quicklebendig und wollte immer rumhüpfen. So war einfach ruhiger. Ja. Also Bäume, die sind so schön. Und oftmals, wenn ich so an einem Baum vorbeilaufe, dann mag ich den irgendwie so berühren. Ich mag den einfach fühlen. Und wenn ich dann so einfach so an die Rinde anfasse, das ist irgendwie so ein schönes Gefühl. Das habt ihr sicher auch mal gemacht. Das müsst ihr mal machen. Das ist so schön. Oder manchmal, wenn ich das Gefühl habe, ich bin noch nicht so geerdet oder ich hebe irgendwie ab oder sonst was, dann lehne ich mich einfach an einen Baum und fühle so seine Kraft, wie der da so verwurzelt ist bis nach unten und bis nach oben in die Krone und boah, und dann merke ich, ja stimmt, ich habe ja auch Wurzeln und dann merke ich wieder, wie er mir hilft, meine Energie auch in meine Wurzeln zu tun und auch oben meine Krone wieder auszudehnen. Und ja, also die Bäume sind einfach so tolle Freunde. Die sind echt, ja, die sind so super. Und wieso ich eigentlich so auf dieses Thema gekommen bin oder wo ich dachte, ich mag mal darüber erzählen, war, weil vor ein paar Wochen haben sie doch wirklich in meinem Garten Bäume umgebracht. Nein, sowas. Oh nein, also das geht gar nicht, das geht also gar nicht. Nein. Also ich stand nur am Fenster und ich habe geweint. Ich habe echt geweint und geheult. Die haben einfach den Baum abgesagt. Mein lieber Freund, mein lieber Ratgeber, haben die einfach umgebracht. Und ich habe diesen Schmerz gefühlt, ich habe so richtig diesen Schmerz gefühlt von diesem Baum. Und nicht nur der Baum, der jetzt da umgebracht wurde, sondern alle Bäume rundherum, die haben geweint. Also das tut so weh, echt, das tut so weh. Und ich habe dann auch mit anderen Freunden, ich habe viele Freunde, die auch einfach sehr feinfühlig sind. Und die haben mir das auch erzählt, wenn die irgendwo durchlaufen und da wird gerade ein Baum gefällt, die müssen sofort umkehren. Das ist so ein Schmerz, das tut richtig weh. Also, liebe Leute, bitte, 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 wenn ihr das Gefühl habt, ein Baum stört, dann überlegt euch das 300 Mal, bevor ihr den umbringt. Echt. Weil so ein Baum braucht so lange, bis der wächst. Das ist so ein uraltes Wissen, das ist einfach so eine schöne Energie, die kann man nicht einfach abschneiden. Manchmal kenne ich auch so Leute, die kommen und sagen, ja, der Baum, der macht immer Dreck und der nimmt immer die Sonne weg und da haben wir immer Schatten und da gibt es immer so viel zu tun und ja, und der könnte ja umfallen. Und dann denke ich immer, nein, bitte, das ist doch paranoid. Klar, es könnte auch, weiß ich nicht was, ein Vogel genau runterfliegen oder sonst was. Lasst die einfach leben, lasst die Bäume leben. Oder auch wenn ihr die Bäume schneidet, dann fragt die Bäume. Weil, fühlt euch in den Baum hinein, fühlt euch da hinein, wie soll denn der geschnitten werden? Oder und fragt ihn auch, darf ich dich jetzt schneiden? Darf ich dir jetzt dich um irgendwas erleichtern oder so? Weil oftmals habe ich so das Gefühl, dass die Leute einen Baum behandeln, als sei das irgendwie, ja, keine Ahnung, wie irgendwie ein Steuerknüppel oder sowas. Oder irgendwie. Da kann man doch nicht einfach hingehen und dem einfach die Finger abschneiden. Das geht doch nicht. Der braucht die doch. Und vor einem Jahr war ich in Neuseeland. Und da habe ich so Eingeborene besucht. Also die Menschen, die da schon weiß nicht wie lange leben. Also jetzt nicht Maoris, aber Waitahas habe ich besucht und die Dupis. Und die indigenen Völker, die sind einfach so ganz schön erdverbunden. Also da hatte ich so wirklich das Gefühl, ihr Körper ist völlig eins mit der Erde. Ich hatte richtig das Gefühl, ihr Körper, das ist Erde.
nicht irgendwie schmutzig oder so, aber einfach, das ist so, ja, die fühlten sich auch eins mit der Erde. Und wenn die von einem Fluss gesprochen haben, dann sprachen die davon, wie als ob das ihr linker Arm wäre. Oder wenn die von einem Berg sprachen, dann war das ihr Großvater, als ob sie von ihrem Großvater gesprochen haben. Und ja, ich hatte das schon immer, dieses Gefühl, wie das sein könnte, einfach so mit dieser Erde verbunden zu sein und einfach die Natur so zu respektieren. Und wo ich dann diese Menschen kennengelernt habe, habe ich das dann so real gesehen oder live, wie sich das anfühlen kann. Und ich sage euch, das ist so schön, das ist echt so schön. Also wir sind da mit den Duppis, sind wir auf Kajaks gefahren. Und bevor wir da rausfuhren, also die sprechen immer mit der Natur. Also bevor die aufs Wasser gehen, rufen sie den Geist des Wassers an und bitten ihn, die Fahrt zu unterstützen und uns eine schöne Fahrt zu gewähren. Sie rufen den Wind an, dass der Wind uns begleitet und uns trägt. Und ja, das war so schön. Und bedanken sich auch, das ist so eine ganz tiefe Achtung, so ein ganz tiefer Respekt. Und dann, als wir bei den Waitahas waren, ich war mit ein paar Freunden dort, sie sind so simpel, oder? Man denkt so, ja, kommen die indigenen Völker, ja. Aber es ist einfach so Weisheit, die man erst so auf den zweiten Augenblick sieht oder hört. Und dann, ja, haben sie mit uns eine Pflanze geschnitten. Also wir wollten mit Flachs so Armreifen machen. Den Flachs benutzen sie oft so, um Teller zu machen oder Gemälde oder so. Und dann gingen wir zu dieser Pflanze, zu diesem Flachs. Und das Erste, was sie gemacht hat, ist, sie hat mit diesem Flachs gesprochen. Sie hat gesagt, hallo Flachs, wie geht's dir? Und schön bist du da, danke. Und wir würden gerne ein paar Blätter von dir nehmen, ist das okay für dich? Und ja, einfach total schön. Und danach hat sie uns dann, also nachdem sie den Flachs begrüßt hat und ihn um Erlaubnis gebeten hat, hat sie uns erklärt, dass der Flachs so aufgebaut ist mit, zu äußerst sind die Großeltern die Blätter und dann weiter innen sind die Eltern die Blätter und noch ganz die Frischen sind die Kinder. Und sie hat gesagt, die Großeltern und der Vater, den darf man schneiden. Aber die Mutter und die Kinder, die muss man immer lassen. Weil wenn man das so macht, dann bleibt die Pflanze immer lebendig. Dann muss man die nicht umbringen, damit man etwas von ihr nehmen kann. Dann kann man einfach die Großeltern und den Vater von der Pflanze kann man schneiden und benutzen. Und den Rest von der Pflanze kann sie wieder weiter wachsen, oder? Und was machen wir? Oder wir Menschen, wo wir denken, wir sind ja so clever, wir hauen immer gleich die ganze Pflanze weg. Wir wollen den ganzen Baum, wir wollen alle Früchte, wir wollen alles Gras, wir wollen noch mehr und kümmern uns überhaupt nicht irgendwie. Aber eben, auf die Idee würden wir gar nicht kommen, oder? Dass wir einfach nur die äußersten Blätter nehmen, damit die Pflanze weiterleben kann. Und wir haben ja genug davon, oder? Und das hat mich total berührt. Das war total schön, einfach so zu sehen, wie Menschen so leben. Und das sind für mich einfach Vorbilder, was das geht mit dem Umgang mit der Natur, mit den Menschen, mit den Tieren. Oder auch von anderen Menschen, die ich gesehen habe, wie die mit den Tieren umgehen. Das ist so, ja, zum Beispiel, oder, also was ich immer wieder höre von der Natur oder von den Tieren, ist, dass sie uns dienen wollen. Sie wollen uns helfen, sie wollen in Freundschaft mit uns sein, in Liebe, mit einem Miteinander, gegenseitigen Respekt. Und vor allem, wenn es dann zum Beispiel ums Fleischessen geht, um Tiere essen, habe ich mich oft damit befasst, weil gewisse Zeit wollte ich dann kein Fleisch mehr essen oder ja, hat sich einfach nicht mehr richtig angefühlt. Und dann habe ich dann auch Menschen getroffen,
die erzählt haben, wie sie mit einem Tier umgehen, wenn sie jetzt das Fleisch essen wollen, oder wo sie dann auch das Tier gefragt haben, du, ist das okay, magst du dich jetzt opfern für uns, damit wir dich essen dürfen? Und die meisten Tiere haben ja gesagt. Oder ich hab Metzger getroffen, die haben mir erzählt, dass die mit dem Tier gesprochen haben und gefragt haben, ob sie das dürfen und ob das okay ist. Und dann ist er in den Schlachthof gegangen und die Kühe sind ihm irgendwie freudig hinterhergerannt. Und all die anderen Metzger haben so sich die Augen nicht getraut, weil die anderen Tiere sonst immer Angst hatten und sich gewehrt hatten. Und ja, das ist so. Das wünsche ich mir. Das wünsche ich mir für mich und für alle Menschen, für die Naturwesen, für die Tiere, dass wir da einen liebevolleren, respektvolleren Umgang finden mit den Tieren und mit den Bäumen, mit den Naturwesen, mit all den Pflanzen und sie auch als Freunde anschauen, oder? Weil jetzt nur schon den Baum, wenn man die anatomischen Sachen anschaut, der gibt uns Luft, oder? Das, was wir einatmen, das atmet er aus. Er ist sozusagen unser Gegenatmer, oder? Und ja, da gibt es noch so viele andere Dinge, die ich aufzählen könnte, wie die Natur so super ist und so schön. Und auch die Blumen. Oh, das ist so eine Freude. Also ich mag vor allem die Rosen. Wenn ich in die Rose schaue, da sehe ich manchmal ein ganzes Universum, da ist so viel Freude drin. Vor allem so im Frühling, wenn die so aufsprießen oder wenn ich so wirklich so tief in eine Blume schaue, das ist so viel Freude, so viel Liebe, so viel Schönheit, wo ich merke, hey, wow, danke, du erinnerst mich wieder an meine eigene Schönheit, du erinnerst mich wieder an die Schönheit von Gott oder von alles und sie ist überall in der Natur ist zu finden. Und auch ganz viele Tiere, die sind große Heiler. Also zum Beispiel Katzen, die arbeiten auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Also die tun zum Teil reinigen im Haushalt oder so, oder wenn irgendwie Stress ist, tun sie das ausbalancieren. Und die machen unglaubliche Arbeit, was wir oft gar nicht sehen oder gar nicht fühlen. Und so als Gegenleistung möchten sie dann gerne Liebe oder Anerkennung oder Zuneigung oder so. Und das ist eigentlich total schön, weil ich meine, alle, die Tiere haben, können das bestätigen und sagen, es ist total schön, einfach Tiere zu haben. Und es ist auch einfach dieses Liebe geben den Tieren oder den Pflanzen, für sie da zu sein oder einfach die zu lieben, das ist schön. Das ist einfach so, ja, ein schönes Gefühl und es kommt zurück. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Baum umarme, weil ich den einfach gerade so schön finde, weil der jetzt einfach gerade so da steht und weil er einfach so schön ist und dann umarme ich den so und dann merke ich, wie der sich freut und die Bäume, die sind ja alle verbunden und dann fühle ich, wie so meine Liebe über den Baum so über alle Bäume geht und sich so auf der ganzen Welt verbreitet und ja, das ist total cool. Und manchmal, wenn ich dann so reisen gehe oder so und ich berühre dann dort einen Baum, dann kennen die mich, weil die Bäume vernetzt sind untereinander. Und dann wissen die genau, du bist die, die immer da die Bäume umarmt und so. Und das ist, ja, das ist so schön. Man gibt so wenig und es kommt so viel zurück. Und da möchte ich einfach so ein bisschen, ja, das einfach erzählen, damit wir das wieder kennen und wissen und schätzen. Und auch so die Zimmerpflanzen. Wenn ich die, also ich frage die immer, brauchst du Wasser? Magst du irgendwie an einem anderen Ort stehen oder so? Manchmal vergesse ich sie auch. Dann ist sie sauer. Aber wenn ich der Pflanze das gebe, was sie braucht, das Wasser oder sonstige Sachen, dann ist die so glücklich und dann macht die mir so eine schöne Energie in meiner Wohnung. Und dann denke ich, wow, cool. Oder manchmal habe ich Pflanzen, die reinigen. Und dann reinigen die mir die ganze Wohnung. Und ja, das ist total schön. Das mag ich total gerne. Und das finde ich auch so toll an dieser Erde, dass da so viel, eine Vielfalt,
gibt, oder? Ich meine, ich kenne jetzt von mir her gesehen viele Pflanzen, aber manchmal, wenn ich mich so mit ayurvedischer Medizin befasse oder sonst irgendwas lese, was eher aus dem asiatischen Raum kommt, denke ich so, meine Güte, die haben ja Pilze dort oder Pflanzen oder Früchte oder habe ich ja noch nie gehört. Und dann vor allem, wenn es um das Heilen geht, oder? Wir haben immer so, wenn wir was haben, dann rennen wir irgendwie in die Apotheke oder sonst wo und nehmen irgendwelche chemische Stoffe, die der Körper sowieso nicht verarbeiten kann, die der Körper gar nicht kennt, weil wir sind ja auch Natur. Unser Körper ist ja auch ein Baum, ist ja auch eine Blume. Wir sind ja genauso Blumen und Bäume. Nur haben wir irgendwann gefunden, ja, wir müssen jetzt diesem Baum noch ein Kleid geben und irgendwie noch ein bisschen Make-up und irgendwie braucht der Baum jetzt noch einen Beruf und der Baum braucht jetzt noch ein Hobby und der Baum braucht noch ein Auto und ja, das ist ja alles lustig, das kann man ja machen, aber ja, egal. Auf jeden Fall findet man in der Natur ja auch alle Heilkräuter und also die Natur ist eigentlich eine eigene Apotheke. Das ist so, es gibt nichts, was die Natur nicht heilen kann. Es ist einfach die Frage, können wir uns dafür wieder öffnen? Wollen wir? Es ist natürlich einfach irgendwas Chemisches in unseren Naturkörper reinzupuffen, oder? Und oftmals, ja, ist es dann gleich zack, bums, weg. Aber ob es dann wirklich geheilt hat, das wissen wir dann nicht, oder? Aber wenn wir so Heilkräuter aus der Natur nehmen, dann heilt es wirklich, oder? Weil Natur kann man mit Natur heilen, nicht mit irgendwie Medizin. Aber ich denke, das wisst ihr alle, muss ich euch gar nicht groß erzählen. Aber ich mag euch einfach das erzählen, dass die Natur ein Heiler ist, ein riesiger Heiler. Sei das, ob wir traurig sind oder ob wir nicht geerdet sind oder ob es uns sonst nicht gut geht. In die Natur, schwupps, sind wir wieder aufgefüllt, sind wir ausgeglichen. Oder wenn wir auch körperliche Leiden haben, nur schon Krebs oder sonstige Schmerzen oder sonst irgendwas, da gibt es wirklich, in der Natur gibt es für jedes Leiden ein Heilmittel. Ich meine, da können alle Schamanen, können das bestätigen. Und es gibt auch schon sehr viele Naturärzte und Heilpraktiker, die das kennen und anwenden. Also geht lieber dahin und vor allem auch mit den Kindern. Also bitte, einfach viele Kinder, die sind noch so feinfühliger und so. Also gebt denen einfach nichts, so chemisch, Bombe, Tabletten, Quatsch, Zeug, pui, nein, bah. Nein, also das geht gar nicht. Das macht dem Körper nur noch mehr kaputt, wenn er ja eh schon angeschlagen ist, dann braucht er Natur pur. Lebt. Und ich mag die Natur einfach. Sie mag sie total. Und ich finde es ganz schön, dass sie da ist und dass es die gibt. Dann könnt ihr jetzt, wenn ihr noch wollt, was sagen oder Fragen stellen. Schön, eine Schwalbe. Ja, das hat mir auch immer so leid getan. Manchmal, wo ich aufgewachsen bin, hatten wir so große Scheiben und da manchmal sind so Vögel reingeflogen. Oh, musste ich immer weinen. Das tat mir dann so leid. Aber zum Glück sind die meisten dann wieder aufgestanden und weitergeflogen. Da habe ich gedacht, ach, wir sind doch so blöd. Wir bauen irgendwelche blöde Häuser mit irgendwelchen blöden Scheiben. Ja, manchmal denke ich auch so, die Insekten, die irgendwie, ja, die in meiner Wohnung eingesperrt sind, wo ich das dann nicht mitkriege oder wo ich das dann nicht, und irgendwann finde ich, wie sie dann so tot rumliegen und denke ich, oh nein. Hätte ich irgendwie ein anderes Haus oder so, oder ich muss irgendwo ein Fenster machen, wo die immer rausfliegen können.
Ja, wenn jetzt jemand Fragen hat und der jetzt nicht im Chat ist, könnt ihr auch eine E-Mail schreiben an dw@jetztv.de. Kannst du schnell die E-Mail-Adresse in den Chat schreiben? Ich weiß nicht. Ich glaube jetzt-tv.net, glaube ich. Aber steht sonst auf der Startseite. Also fragt jemand, ob ich ein Haustier habe oder ob ich gerne eins haben möchte. Ja, also ich habe im Moment 3 Spinnen, die aber selbstständig leben, die auch kommen und gehen. Und dann habe ich ein paar Käfer, die krabbeln auch immer wieder rum und dann gehen sie und kommen sie wieder. Mücken, ja, da tue ich mich noch ein bisschen schwer damit, muss ich mich noch ein bisschen mehr anfreunden. Aber die kommen und gehen auch immer wieder. Und Fliegen, die kommen und gehen auch immer wieder. Ja. Sonst habe ich keine Haustiere. Ich hatte mal Katzen und Hasen und Meerschweinchen. Ja. Aber da ich immer wieder mal reise und mal weg bin und mal hier und mal dort, ja, passt jetzt gar nicht. Aber ich hoffe, dass ich dann irgendwann mal wieder haben kann. Ja, Spinnen sind cool. Früher hatte ich total Schiss vor Spinnen. Als Kind habe ich immer rumgeschrien, ah, Spinne! Da musste immer mein kleiner Bruder kommen und die wegtun. Raus tun. Und das war dann ganz lustig. Irgendwann habe ich mich dann gefragt, hey, wieso hast du eigentlich Angst? Die ist ja viel kleiner, die macht ja gar nichts. Und dann habe ich so gemerkt, ich glaube, das ist einfach so, weil die einfach so Insekten fressen. Irgendwie, als ob ich, ich weiß nicht, ob ich mal ein Insekt war oder so. Ich glaube nicht, dass ich mal ein Insekt war, aber das war so. Ja, als ob die mich irgendwie auch mal aufgefressen hat oder so. Und dann war dann die Angst besser, konnte ich mich dann besser mit denen anfreunden. Und ich hatte mal eine Freundin, die hatte total Angst vor Regenwürmern. Und die fand die total eklig und so. Aber Regenwürmer, die sind ganz schön, die sind cool, die sind ganz weich. Und die krabbeln dann so schön auf der Hand rum. Also ich finde Regenwürmer cool. Und dann irgendwann hat sie dann rausgefunden, dass sie in einem früheren Leben wurde sie so halb lebendig begraben. Und dann haben sie so die Regenwürmer, haben so ihren Körper durchgefressen. Und naja, also dann ja, hatte sie dann nicht so eine schöne Meinung von den Regenwürmern. Aber das ist noch spannend, wie man das so dann die Ängste, ja, wie die eigentlich gar nicht unbedingt in diesem Leben entstanden sind, die man da irgendwo her mitgeschleppt hat. Schleppt auch. Ja, meine Cousine, die hatte so Angst vor Bienen. Totale Angst vor Bienen. Kaum eine Biene. Hat sie sich total zusammengezuckt und alles war auf Angst. Und die machen ja nichts. Die stechen ja gar nicht. Die stechen ja nur, wenn sie bedroht sind, wenn sie Angst haben. Und dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt, wieso? Und das Lustige war, die Biene ist dann immer zu meiner Cousine geflogen. Die ging nicht zu mir oder zu jemandem, immer zu ihr. Dann habe ich gedacht, na also, was ist jetzt da los? Und dann habe ich gedacht, ich höre jetzt mal hin, was die Biene sagt. Vielleicht sagt die was, dass die immer so zu meiner Cousine fliegt. Vielleicht will die ihr was sagen. Und dann habe ich mal so gehört und dann hat die Biene, die ging ständig zu meiner Cousine, aber ich bin doch ganz lieb, ich mache dir doch gar nichts, du brauchst doch keine Angst haben vor mir. Die ist immer so zu ihr geflogen und sie hat immer noch mehr Angst gekriegt. Oh, so ein Missverständnis. Und dann habe ich dann meine Cousine, habe ich ihr das erzählt.
dass die, was die Biene sagt. Und dann hat sie gesagt, wirklich? Und dann habe ich gesagt, ja, die will dir nur sagen, dass du keine Angst zu haben brauchst und dass sie ganz lieb ist. Und ja, und dann habe ich ihr auch erklärt, dass halt die Bienen, die sehen halt nur schwarz-weiß, oder? Die sehen, also die haben so einen grauen Filter vor den Augen, wie gewisse Menschen auch, hahaha. Und die oftmals, da wir ja auch so knallige Farben anhaben, denken die, ja, das könnte ja eine Blume sein. Und dann wollen die einfach schauen. Dann habe ich ihr das erklärt, du, die wollen nur schauen, ob du eine Blume bist, und die wollen dir sagen, du sollst keine Angst haben. Wirklich? Ja. Und dann, ja, seither kann sie einfacher damit umgehen. Hat sie nicht mehr so Angst. Schreibt jemand nackt, schmecken Schnecken zum Beispiel sind super neugierig und knabbern gern am Finger. Probier's doch mal aus, die sind super lieb. Ja, also ich habe auch schon mal die Nacktschnecken in der Hand gehabt, die sind gar nicht so schleimig, wie sie immer aussehen. Und die sind auch ganz fein. Aber also geknabbert haben sie mich jetzt noch nie. Aber naja, wenn mir das nächste Mal eine über den Weg läuft. Vielleicht hat sie dich auch so lieb, dass sie gedacht, mal ein bisschen knabbern. Ja, viele Tiere werden total also irgendwie, wie sagt man, zum Beispiel der Hai, oder? Der wird ja von vielen als gefährlich und so angeschaut, aber der ist gar nicht so gefährlich. Nein, der ist ganz lieb. Echt? Das ist nur, das Kino und so hat den da so böse gemacht. Also, der isst zwar schon gerne Fleisch, aber der ist ganz lieb. Also, wenn ich mich so mit der Hai-Energie verbinde, das ist schon kraftvoll und auch ein bisschen gefürchtig, aber nett. Also nicht irgendwie so, dass der uns jetzt böse gesinnt ist oder so. Oh ja, dann muss ich euch von den Kristallkindern erzählen. Also viele Kristallkinder mögen ja total einfach die Natur und die Tiere. Und ab und zu kommen auch ein paar Kristallkinder bei mir vorbei oder ihre Eltern kommen mit ihnen vorbei. Und einmal kam ein Junge zu mir, der war 4-jährig oder so. Und seine Mutter hat mir erzählt, dass er die Fliegen streichelt. Und die Fliegen, die sind dann ruhig. Und dann kommt er so mit seinen kleinen Fingern streicheln. So süß. Und vor 3 Wochen habe ich einen anderen Kristalljungen kennengelernt. Der ist etwa 8 Jahre alt oder so. Und wir verstecken uns ja oft, oder? Also wir Kristallkinder zeigen uns erst wirklich, wenn wir jemandem wirklich vertrauen oder wenn wir merken, okay, der versteht uns. Sonst tun wir uns eher zurückhalten und ein bisschen verstecken. Und da musste ich auch so ein bisschen mit dem erst sprechen und so, weil der war auch so zuerst zurückhaltend. Und dann irgendwann hat er dann gemerkt, dass ich ihn verstehe, und dann hat er sich völlig geöffnet. Und was der mir alles erzählt hat, meine Güte, über die Tiere, du, der wusste alles. Der wusste genau, welches Tier für was ist und was die Aufgabe von diesem Tier ist. Und der konnte das überhaupt nicht verstehen, dass man Tiere isst. Das geht überhaupt ja gar nicht. Und da habe ich gesagt, ja, so kann ich dich, ja, kann ich dich verstehen. Und ja, und er hat gesagt, bei jedem Tier hat er einen Sinn gefunden, nur bei der Zecke noch nicht. Also bei der Zecke weiß er noch nicht, was die für einen Sinn hat. Und dann habe ich ihn so gefragt, so weil ich eben oft eben so ein bisschen im Kampf mit den Mücken bin und da noch nicht den Frieden gefunden habe mit ihm. Da habe ich gefragt, ja, und die Mücken, was machen dann die? Was sind dann die für Gutes? Und dann hat er gesagt, ja, die reinigen das Blut. Und ich so, haha, super. Ja, wirklich, die kommen und die stechen genau da, wo sonst ein Akupunkteur auch eine Nadel reintun würde. Und dann tun die genau da heilen und reinigen. Ich so. Das war ganz schön. Auch einfach seine Liebe zu fühlen, den Tieren gegenüber. Das war so schön, wie er da auch erzählt.
Also da schreibt jemand, ich habe letztens, glaube ich, meinen Seelennamen erhalten. Hast du vielleicht eine Idee, wie ich an die Bedeutung davon kommen könnte? Habe auch schon gegoogelt, aber nichts Großartiges gefunden. Also am besten fragst du den, der dir den Namen gegeben hat. Weil der hat sich ja damit verbunden, hat das gefühlt und oftmals kommt ja da auch vielleicht eine Bedeutung dazu. Oder sonst würde ich mal die Engel fragen. Die sind oft gute Ratgeber. Ja. Ja, einfach nach deinem Gefühl gehen. Manchmal hilft es auch, wenn man den Namen singt. Also, das ist halt, kommt darauf an, was du für eine Beziehung hast zum Singen, oder? Aber für mich ist Singen eine sehr gute Ausdrucksweise für meine Gefühle. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Namen singe, oder ich gehe einfach völlig aus meinem Kopf, ich gehe so wie in Meditation und fange einfach den Namen an zu singen. Völlig egal, wie das klingt, egal wie welcher Ton, einfach ich singe einfach den Namen. Einfach immer nacheinander den Namen, oder? So Lena, 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 Lena. Und irgendwann kommst du dann so in die Energie oder in die Energie von diesem Namen, wie der schwingt. Und dann kannst du das so die Energie fühlen. Kannst du so fühlen, ja, wie fühlt er sich an? Ist das irgendwie Liebe? Ist das irgendwie Freude? Ist das irgendwie Klarheit? Ist das irgendwie, ja? Und dann kannst du dich wie auf die Suche begeben. Ah, du hast den Namen im Traum gekriegt. Also wenn du, oder wenn du einen guten Bezug hast zu deinen Träumen und gute Botschaften kriegst in deinem Traum, kannst du ja auch einfach sagen, du, danke für den Namen, bitte nächste Nacht dann auch noch die Bedeutung dazu. Oh, schön. Kannst auch in den Namen eintauchen. Ja. Mit Sprechen und Singen ist immer. Kommt mal, das ist ja. Wörter sind ja Klang, ist ja Schwingung. Ja, genau. Vielleicht kriegst du die Bedeutung im Traum oder zur rechten Zeit, oder? Ja. Schöner Name. Danke. Hallo Schwalbe! Cool. Schön. Schaut sie auch zu. Ja, ich habe das ab und zu, dass mir
die Leute, wenn sie auf meiner Homepage sind, dass dann plötzlich alle Katzen und Kinder angerannt kommen und da auch schauen wollen. Schön. Ich habe seit einiger Zeit Küchenschaben in der Wohnung. Ich habe sie immer platt gemacht. Weißt du eine Alternative? Mhm. Ja, ich weiß viele Alternativen. Also, am besten, wenn du mit den Tieren sprechen kannst, fragst du sie, was sie dir damit sagen wollen. Weil meistens, wenn ein Tier in deine Wohnung kommt, dann hat es eine Botschaft. Dann will dir diese Küchenschabe irgendwas mitteilen. Und sagen wir jetzt, du hast jetzt nicht so einen guten Draht zu Tieren oder weißt jetzt nicht, wie das geht oder so, kann ich dir eine ganz einfache Übung geben. Nimmst du einfach ein Blatt Papier, nimmst dein Lieblingsschreibzeug und gehst so im meditativen Zustand, lässt einfach so deine Gedanken völlig los und so. Und dann schreibst du einfach mal, hallo liebe Schaben, was habt ihr in meiner Küche zu suchen? Oder einfach, hey, was wollt ihr mir mitteilen? Und dann, wenn du die Frage geschrieben hast, Fragezeichen, dann schreibst du einfach weiter die Antwort. Einfach das Erste, was dir in den Sinn kommt, schreibst du einfach wie runter. Egal, ohne Denken, einfach schreiben. Und dann hast du die Antwort. Das ist die einfachste, das ist so das Effektivste. So. Und dann, wenn du das gemacht hast, kannst du mit denen auch einfach reden. Weil kannst du einfach in die Küche stehen und sagen, einfach halt mit Respekt und mit Liebe, auch wenn sie dich vielleicht nerven, kannst du sagen, hey, liebe Küchenschaben, also ich finde das echt so eklig, dass sie jetzt in meine Küche sind und ich mag das gar nicht. Einfach halt ehrlich, oder? Aber mit Respekt und liebevoll. Also ich möchte euch auch nicht umbringen. Könnt ihr bitte einfach aus meiner Küche gehen. Was immer hilft, ist, wenn manchmal, also oftmals hilft es schon, wenn man sie einfach bittet zu gehen. Ich hatte einmal in meinem Garten ganz viele Ameisen. Und es war lustig, weil ich ging dann zu ihnen hin. Hey, was macht ihr in meinem Garten? Geht weg! Und dann haben sie gesagt, hey, das ist unser Garten, geh doch du weg! Und dann konnten wir uns dann einigen, wo ich den Ameisen gesagt habe, okay, den linken Fleck vom Garten, da könnt ihr sein. Da werde ich mich nicht hinlegen, werde ich mich nicht hinsetzen, werde ich euch nicht zertreten. Und im rechten Garten, der ist dann für mich. Einfach im Fall, wenn ich da bin und ihr krabbelt auf mich hoch, dann darf ich euch wieder runterschmeißen oder so. Und dann konnten wir uns so einigen. Oder manchmal hatte ich auch Spinnen, wo ich noch mehr Angst hatte. Und dann habe ich denen einfach gesagt, guck, ihr dürft gerne in meiner Wohnung sein. Ihr dürft gerne meine Gäste hier sein. Aber 3 Meter um mein Bett herum mag ich einfach keine Spinnen haben. Und da dürft ihr nicht sein. Und dann haben die das so akzeptiert. Also einfach reden. Da muss man nicht Tierkommunikation können oder so. Weil nur schon, wenn man das so spricht, geht die Botschaft raus und dann kommt es auch an. Es ist einfach so, wenn wir sehr stark in Emotionen sind, heißt Angst, Wut, Trauer oder irgendwas, dann kriegen die Tiere das nicht so gut mit. Deshalb ist es wichtig, dass man so wenn man gerade in einer liebevollen Energie ist oder in einer respektvollen, fröhlichen Schwingung, dann verstehen die Tiere das einfacher. Als wenn man gerade in irgendeinem Emotionschaos ist oder so. Bitte gerne. Ja, danke. Ich bin dein Spiegel. Ich bin ein schöner Spiegel, gell?
das ist eine gute Idee. Das ist eine, also gute Frage. Ich habe eine Frage zu den Raubtieren. Weißt du, welche Bedeutung der Tötungstrieb bei den Raubtieren hat? Was will uns das Leben damit sagen? Also was ich weiß, ist, dass es in vielen Tierdokumentationen einfach sehr brutal immer dargestellt wird. Mit diesem, die Raubtiere, wie sie da die armen Antilopen oder sonst was umbringen. Müsste man mal fragen, müsste man mal so einen Tiger fragen. Also was ich weiß ist, meine Katze, also die bei meinen Eltern jetzt ist, die wollte ganz bewusst zu mir kommen und die war vorher noch nie eine Katze und die hatte das nicht, die hat nicht gejagt. Die hat nicht Vögel gejagt oder Mäuse oder so. Das konnte sie überhaupt nicht, das hat sie überhaupt nicht interessiert. Sie wollte viel lieber auf meine Hausaufgaben sitzen und so. Ja, und irgendwann hatte sie dann Junge und die Jungen, die haben ihr dann das Jagen beigebracht. Und das, ja, das war so ein Trieb, der konnte man ihr auch gar nicht ausreden. Ich habe dann oft mit ihr gesagt, nein, lass die Vögel leben, was soll das, tu doch das nicht. Aber irgendwie, das war einfach so was, ich nehme mal an, das ist in ihren Genen drin. Das ist einfach in den Genen drin von den Tieren, weil ich konnte sehr viel erreichen, wenn ich mit dem Tier gesprochen habe oder erklärt habe oder so, aber... Ich meine, wir sind ja auch Jäger oder früher haben wir auch gejagt. Aber was die uns damit sagen wollen, ich glaube eher, dass wir ein zu großes Drama drumherum machen. Oder wenn ich so die Tiere anschaue, die sind so, die sehen alles irgendwie so neutral. Also für die ist jetzt das nicht so, ja gut, ich kille jetzt einen Vogel, damit ich das essen kann, oder? Das ist für sie so, ja, das ist so ganz logisch und bei uns ist dann so, ja, wir machen dann so ein Drama draus, oder? Ich meine, klar, wenn man einfach einen Mensch umbringt, dann bringt es eigentlich nicht viel, oder? Okay, es wollte vielleicht jemand diese Erfahrung machen. Also eben, wenn wir ein Tier umbringen, einfach weil es uns jetzt gerade stört oder weil wir uns einfach jetzt gerade genervt sind davon, ja, ist es nicht so sinnvoll, oder? Aber wenn wir jetzt ein Tier umbringen, damit wir das essen können, dann ist das schon eher sinnvoll, oder? Ich denke, wir sind so oft so Dramas. Wir machen oft so ein Drama draus, wo die Tiere das nicht so haben. Ja, süß. Ich rede jetzt mit dem süßen Schwälbchen und habe gesagt, dass sie heute total herzlich willkommen ist und wir morgen früh dann gemeinsam nochmal probieren zu fliegen. Gemeinsam? Gehst du mit ihr fliegen? Wow! Hast du deine Flügel schon ausgebreitet und startklar? Nein, klar. Cool. Ja, das glaube ich. Das ist auch so, nochmal um auf dieses Drama zurücksprechen zu kommen. Ich habe eine Zeit lang auch Tierkommunikation angeboten und da hatte ich mal einen Besitzer, der hat mich angerufen und hat gesagt, ja, das tut ihm jetzt total leid, weil er hat seinen Hund gehauen, also geginkt, wie sagt man das auf Hochdeutsch? Getreten, er hatte mit dem Fuß den Hund getreten. Und es tut ihm jetzt total leid und er würde gerne, dass ich mich bei diesem Hund entschuldige. Und dann habe ich dann mit dem Hund gesprochen und dann habe ich gesagt, also lieber Hund, der Besitzer möchte gerne sich bei dir entschuldigen. Und hat der Hund gesagt, was? Wie? Und ich, ja, es tut ihm leid. Hä? Was? Es tut ihm leid.
viel Leid. Was ist das? Entschuldigen? Huh? Kann man das essen? Und dann habe ich ihn so versucht zu erklären, ja, er hat dich ja getreten. Und er so, was getreten? Und ich so, ja, er hat dir doch wehgetan, oder? Ich so, ja, vor ein paar Stunden war dein Besitzer wahrscheinlich sauer und hat dich dann getreten. Und also der Hund, der hat sich kaum daran erinnert, das war irgendwie schon wie weg. Und dann habe ich dann mit der Zeit, habe ich dann so gemerkt, dass die Tiere, die sind irgendwie so im Moment. Und dann irgendwann, so nachdem ich so lange erklärt habe, hat er sich dann so irgendwie ein bisschen erinnert und dann hat er gesagt, ah ja, der war ja sauer. Und dann hat er mich getreten, das ist ja okay. Dafür war er danach nicht mehr sauer. Und dann habe ich gedacht, wow. Ich meine, wenn uns jemand tritt, dann sind wir irgendwie, dann sagen wir entweder gar nichts oder wir sind irgendwie 2 Monate stinkig oder so. Und der Hund, der hat das einfach in dem Moment einfach völlig verstanden, dass der jetzt einfach sauer ist und war eigentlich noch happy, dass, also nicht happy, aber war eigentlich zufrieden, dass das jetzt so passiert ist, weil danach war er nicht mehr sauer, weil, also der Besitzer war nach diesem Treten nicht mehr sauer und ja. Da habe ich gedacht, wow, die kennen dieses Drama nicht, da gibt es nichts wirklich Schlimmes, das ist in dem Moment, ist es vielleicht schlimm, im Moment tut es weh, aber irgendwann ist es ja dann wieder vorbei. So, hi! Das ist ein schönes Lied. My dream is to fly over the rainbow. Ah, over the mountain. Ja, alle wollen fliegen. Und da muss ich euch was erzählen. Ich habe einen Kollegen, also in der Schweiz ist ja Kollege das gleiche wie Freund, aber wir sagen einfach Kollege, das ist nicht Arbeitskollege. So. Der hat mir erzählt, dass er als Kind geflogen ist mit seiner Schwester. Wirklich geflogen. So cool. Die sind, im Treppenhaus sind die auf die oberste Stufe gegangen und sind die Runde geflogen. Wirklich, echt. Und irgendwann haben sie das dann so vergessen und so mit 30 haben also der Bruder und die Schwester, die haben eine total schöne Beziehung zusammen, haben sie darüber geredet und dann hat der eine gesagt, ja, aber ich habe gemeint, das war ein Traum und der andere so, nein, nein, das war echt, die sind wirklich echt geflogen. Und ein anderer Freund von mir, der hat der geht oft zu Reisen auf andere Planeten, einfach mit seinem feinstofflichen Körper. Und dann hat er auch, war er auf diesem Planeten und dann sind sie geflogen, sind sie so rumgeflogen mit ihrem Körper, den sie da haben. Und dann hat irgendjemand gesagt, hey, du fliegst ja. Und dann sagte er, ah ja, bumm, ist er runtergefallen. Und dann hat er das so gemerkt, dass es eigentlich so, die einzige Blockade ist eigentlich so unser Mentalhirn, der uns sagt, dass es nicht geht oder dass wir das uns so gelernt haben oder so. Und sobald es weg ist, dann geht es. Können wir alle rumfliegen. Viele haben auch Flügel. Die meisten Menschen haben feinstoffliche Flügel. Könnt ihr mal ausprobieren. Die sind meistens so da hinten zwischen den Schulterblättern sind die angemacht. Könnt ihr die mal so bewegen? Fühlt ihr das? Manchmal sind sie ein bisschen verrostet oder eingeklemmt oder ein bisschen verschmutzt. Soll man die ein bisschen reinigen? Und mit diesen Flügeln kann man super umarmen. Das mache ich am meisten mit meinen Flügeln. Weil manchmal gibt es Menschen, da fühle ich so vom Herzen her, die würden jetzt gerne umarmt werden, aber ich merke dann so von ihrem Verstand oder von ihrem sonstig was, können die das jetzt nicht annehmen, wenn ich die jetzt umarme, oder das wäre ihnen dann doch irgendwie unangenehm. Und dann umarme ich sie einfach mit meinen Flügeln und dann lasse ich so meine Flügel raus und dann umarme ich sie so mit meinen Flügeln und das, ja, ein total schönes Gefühl. Das ist ganz schön.
so viele Menschen haben Flügel, könnten die mal auspacken. Zu bewegen. Und das war so lustig. Jemand von meinen Verwandten hält von Spiritualität nicht sehr viel und sie ist ein Engel. Und irgendwann wollte sie dann doch mal etwas so ein bisschen wissen und dann habe ich ihr gesagt, okay, also, genau, sie wollte wissen, was ich bei ihr sehe, was ich so um sie herum sehe und so und so. Aber sie glaubte überhaupt nicht daran. War aber schon offen vom Gefühl her. Und dann habe ich ihr gesagt, ja, ich habe das Gefühl, du bist ein Engel und ich sehe vor allem Flügel, du hast große hellblaue Flügel. Und dann hat sie gesagt, und dann habe ich gesagt, ja, beweg dich doch mal, kannst du dich mal bewegen. Und ich stand so gerade neben ihr und hat sie mich fast rausgehauen. Habe mich so richtig zur Seite, weil die hat so volle Kraft, so ihre Flügel eingesetzt. Und ich dann so auf die Seite und ich so, wow, langsam. Aber das ist typisch sie. Wenn sie was macht, dann richtig. Das war lustig, aber sie hat sie dann auch gespielt, ihre Flügel. In einem anderen Chat? In welchem Chat? Also ich sehe da nur diesen. No parli dia lingua. Solo parli alemanni. Ah, Italy, no parlare italiano, no, solo un pochito, pizza. Ah, kann dann jemand den anderen Chattern sagen, wenn du da in beiden Chat bist, kannst du denen sagen, sie müssen in den anderen Chat kommen? Kannst du denen helfen? Weil ich kenne mich da nicht, weiß nicht wie, wo, was. Was heißt das? Lena sei così bella. Bella heißt schön. Danke. Grazie. Ah, kannst du vielleicht schnell in den anderen Chat rübergehen und denen sagen, sie müssen nicht in den normalen, sondern in den anderen Chat? Keine Ahnung, wie das geht. Grazie. Also, du hast gefragt, was deine Aufgabe ist. Keine Ahnung. Also, weißt du, wenn dir die Heilerin sagt, dass deine Aufgabe mit der neuen Zeit zu tun hat und du kannst nichts damit anfangen, dann frag einfach weiter, oder? Weil wenn sie das gekriegt hat, dann kriegt sie ja meistens auch mehr. Frag sie, was heißt es genau? Wie, wann, wo, warum? Ich meine, jetzt mit der neuen Zeit kann ich nur irgendwie... Das ist für mich, neue Zeit ist für mich etwas mit Liebe, etwas, wo man zusammenarbeitet, etwas, wo es darum geht, der Erde zu helfen, den Menschen zu helfen, heilen, sich vernetzen, ein Miteinander, liebevolles Miteinander zu kreieren. Das ist riesig, oder? Ich meine, also, man kann zum Beispiel... Also jetzt allgemein, um seine Lebensaufgabe herauszufinden, kannst du dich einfach fragen, was macht dir am meisten Spaß?
Jetzt ohne irgendwelches Kopfdenken, wo bin ich gut, das kann ich gut, blablabla. Sondern einfach, was macht mir am meisten Spaß. Und das dann tun und dem dann folgen, das ist dann einfach so ein Prozess. Oder einfach die Engel fragen. Kannst du auch mit einem Blatt Papier machen. Nimmst ein Blatt Papier, schreibst: Hallo Engel, bitte sag mir meine Aufgabe. Und dann schreibst du einfach weiter, was gerade das erste in dir in den Sinn kommt. Einfach Kopf weg und weiterschreiben. Also mir fällt jetzt nichts anderes ein, was ich dir dazu sagen kann. Also hilft dir das irgendwie was oder kannst du die Frage irgendwie noch genauer formulieren oder hast du denn schon eine Ahnung, in welche Richtung das gehen könnte oder was dir Spaß machen könnte oder? Ich meine, eine Frage, wie du deine Lebensaufgabe herausfinden kannst, ist auch, was möchtest du den Menschen geben? Was möchtest du dieser Erde geben? Was möchtest du verändern auf diesem Planeten? Und dann dem folgen. Ah, okay, danke. No, entiendo italiano, grazie. Ah, okay. Danke für die Übersetzung. Grazie. Das Italienisch kann ich jetzt nicht. Nur ein kleines bisschen. Ciao, come stai und so. Also für alle, die jetzt im Chat sind und die ich jetzt hier nicht lesen kann, jemand schreibt, dass ihr euch anmelden müsst bei Ustream. Dass man sich bei Ustream anmeldet, also, also registriert und dann kann man hier mitchatten oder dass ich euch sehe. Hallo Kathi. Oh, grazie. Ja, also jetzt, also, naja, nach Italien habe ich jetzt gerade noch nicht vorzugehen. Aber wer weiß, kann sich ja immer wieder verändern. Also, da fragt jemand, wie kann ich mit Naturwesen wie Elfen Kontakt aufnehmen? Also, je nachdem, wie geübt du bist in solchen Sachen, wenn du jetzt gut mit Elfen, Engeln und so sprechen kannst, kannst du die einfach rufen. Kannst du sagen, hey, ich will mal mit einem Elfe sprechen, könnte nicht vielleicht ein Elfe kommen? Und dann kommt eine und dann fühlst du die, siehst du die, nimmst du die wahr und kannst du mit ihr sprechen.
Wenn du jetzt nicht so geübt bist darin oder noch nicht so gut siehst oder hörst oder was auch immer, würde ich das empfehlen, in die Natur zu gehen. Weil das ist leichter. Die Natur unterstützt auch unsere Spiritualität. Und da gibt es spezielle Plätze, wo einfach die Elfen oder einfach die Naturwesen stark vertreten sind. Also in der Schweiz kenne ich jetzt in Valaira, gibt es einen Kraftplatz. Es gibt auch so Bücher, Kraftplätze mit Naturwesen oder so. Und an diesen Plätzen hat es sehr viele Naturwesen. Und jetzt eben in Graubünden an diesem Kraftplatz, da hat es ganz viele Naturwesen. Und da ist es, denke ich, einfacher, mit denen zu sprechen oder mit denen in Kontakt zu treten, weil man dann die einfach, die stehen dann gerade vor einem oder und dann, ja, kann man sich da in Ruhe hinsetzen, in Meditation gehen, jemand bitten, dass er kommt oder eben zu, auch mit dem Schreiben, nimmt man Papier und sagt, hallo Elfe, wie geht's dir? Und schreibt einfach weiter und das ist dann die Antwort von der Elfe. Ja, es gibt auch sonstige Bücher, wo beschrieben wird, wie man mit Elfen Kontakt aufnehmen kann oder so, aber es funktioniert eigentlich wie mit Engeln, mit Elfen, das ist immer das Gleiche, die Kontaktaufnahme. Grazie. Es gibt auch Devas. Oder Steine haben ja auch immer das Wesen. Oh ja, ich habe noch gar nichts über die Steine erzählt. Die gehören ja auch zur Natur und die haben auch alle ein Wesen in sich drin. Und oftmals denken wir, ja, die Steine sind ja tot. Ha, na, 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 na. Vor allem so in den Kristallen oder Rosenquarz oder so merkt man, das ist ein Wesen drin. Die sind ganz schön und die haben auch ihren Platz, den sie brauchen. Also meine Kristalle. Oder sonstige Steine, die sagen immer, du, jetzt mache ich mal wieder unter das Wasser, jetzt mache ich mal wieder in die Sonne. Und dann wollen die auch an einen ganzen bestimmten Platz gelegt werden. Und manchmal legen die dann irgendwo verstreut auf dem Boden rum. Und je nachdem, was ich für Besuch habe, wenn jetzt jemand, wenn so Handwerker in meine Wohnung kommen, die da irgendwie so tollpatschig durchs Zeug laufen und irgendwie gar nicht schauen, wo die da hintreten, dann treten die meine Steine durch die ganze Wohnung und schmeißen die da so rum. Denke ich mal so, hallo, bitte mal ein bisschen Feingefühl, ja. Muss ich dann auch wieder alle Steine wieder an ihre Plätze tun. Und die Steine sind auch große Helfer und auch sehr gute Ratgeber. Also hab ich habe zum Beispiel einen Schädel, der spricht sehr gerne. Der tut gerne heilen mit Worten. Andere tun einfach gerne einfach sein und ihre Energie ausstrahlen oder so. Und ja, gibt es auch ganz viele Steinwesen. Auch ganz schön. Ich war im Funpark auf dem Trampolin und bin jetzt wackelig auf den Beinen. Ja, cool. Trampolin ist immer toll. Übrigens in Australien, da hat es fast auf jedem Kinderspielplatz ein riesen Trampolin. Ein riesen Trampolin. Da können sicher 10 Kinder gleichzeitig rumhüpfen. Also das ist so cool. Das könnten wir hier auch machen.
Welcome, Neso from Japan. I'm from Switzerland. Or better, I'm born in Switzerland. I come from another sphere. I'm not from the earth. Ciao. Gianni ist ein bisschen in dich verliebt. Sag doch was über die Liebe. Interessiert mich auch und vielleicht noch andere. Ja, die Liebe. Schmelz. Über die Liebe spreche ich natürlich gerne. Also die Liebe ist das Schönste und das Tollste und das Größte und das Ehrlichste und das Heilste und das Heiligste und ja. Und ich kann einfach allen empfehlen zu lieben, weil das einfach so gut tut und so wunderschön ist. Und es ist ganz egal, wen man liebt oder was man liebt, einfach lieben. Das tut so gut. Kann man den Baum lieben, die Tiere, die Pflanze, die Kleider, das Auto, die Menschen, die Nachbarn, die Bekannten, die Familie, die Freunde, den Partner. Einfach lieben. Lieben, 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 lieben. Das ist gesund, das tut gut, das öffnet das Herz. Ja, das ist einfach schön. Und? Natürlich sehr wichtig, sich selber lieben. Und das ist auch das Schönste, das ist eigentlich das Schönste, wenn man sich selber lieben kann. Oder wenn man einfach bereit ist, sich in sich selber zu verlieben. Und einfach so, ja, so eine gewisse Lockerheit mit sich selber hat oder anfängt oder eingeht, wo man einfach sagt, ja, eigentlich ist es doch ganz okay, wie ich bin. Eigentlich ist es doch gut, so wie ich bin. Hm? Nicht immer so streng. Oftmals sind wir viel zu streng mit uns selber, wo wir denken, ja, jetzt müssen wir noch schlanker werden, jetzt müssen wir noch spiritueller werden, jetzt müssen wir doch noch mehr Geld haben, jetzt müssen wir doch noch netter sein, jetzt müssen wir doch noch offener werden, jetzt sollten wir doch noch irgendwie erfolgreicher werden. Und ja, und also diesen Komplex habe ich und das stört mich und das und das und das. Ja, wenn man einfach sagen kann, ja gut, habe ich diesen Komplex. Ja nun, gut, bin ich da auch nicht gut. Puh, was soll's. Im nächsten Leben bin ich da vielleicht wieder gut drin. Bäh. Einfach so, sich selber ein Freund zu sein. Einfach sich selber zu sagen, gut, ich bin jetzt so, wie ich bin. Ich habe jetzt da einen Pickel, ich habe jetzt eine krumme Nase. Ich habe jetzt halt einen Körper, der mir nicht gefällt. Naja, schaut, machen wir das Beste draus. Ich habe jetzt halt ein Leben, das mir nicht gefällt. Naja, einfach bereit sein zu lieben. Einfach bereit für die Liebe, offen für die Liebe. Egal für was, für wen. Einfach anfangen zu annehmen, akzeptieren, lieben. Einfach so, ja, dieses Gutheißen. Nicht immer so streng sein zu sich selber oder so viel erwarten oder so fordern oder das Gefühl haben, es braucht jetzt so viele Zuschauer oder ich brauche jetzt so viele Kunden oder ich muss jetzt so viel Geld haben oder ich muss jetzt so schön sein oder ich muss jetzt so viele Kilos auf der Waage haben, weil das Leiden kommt oft, weil wir was so eine fixe Idee haben, weil wir was unbedingt genau so wollen. Aber wenn wir das einfach lieben können, wie es ist, annehmen, akzeptieren, so wie es ist, wie wir selber sind, das ist, ja, ist total schön. Und je mehr ich mich selber liebe, umso mehr Liebe strahle ich aus. Und je mehr ich irgendwas liebe, ja, das ist so, ja, das ist so schön, das ist, es war auch so, es gab mal einen Tag, da ging es mir nicht so gut und ich habe so ein paar Freunde, die fühlen genau, wenn es mir nicht gut geht und dann rufen sie mich genau an, das ist ganz schön. Und dann hat mich auch
eine Freundin angerufen und habe ich gesagt, ja, nein, da geht's mir nicht gut und das mag ich nicht. Und ging es mir voll mies. Und so hat sie mir einfach so zugehört, wie ich da also alles Drama so rausgelabert habe. Und dann hat sie gesagt, weißt du was? Nimm doch dein Stofftier. Und dann habe ich gesagt, was soll ich jetzt mit meinem Stofftier? Und dann hat sie gesagt, jetzt tu das einfach mal knuddeln. Und tu das jetzt einfach mal gern haben. Und dann, nachdem wir dann aufgehängt haben, habe ich dann das gemacht. Dann habe ich einfach so mein Stofftier genommen und habe so geknuddelt und habe so gestreichelt und habe gesagt, ja, du liebes Stofftierchen. Und dann ging es mir sofort besser. Da war irgendwie so, ja, einfach so die Sorgen waren weg. Und habe ich gedacht, ach, so einfach. So einfach irgendwas lieben und schon sind die Sorgen weg. Und das Plüschtierle hat es natürlich auch genossen, klar. Ich glaube nicht an mein Potenzial. Wie löse ich diese Blockade am besten endgültig auf? Oh ja, ich kann dich so gut verstehen. Und diese blöden Blockaden immer. Her mit dem Hammer, draufhauen, bumm. Ja. Das ist einfach, weißt du, je mehr ich meine eigenen Blockaden löse, umso mehr sehe ich, wie ich mir die bewusst gewählt habe, wie ich mir die bewusst erschaffen habe, damit ich einen bestimmten Lernprozess machen kann, eine bestimmte Erfahrung machen kann, weil ich diese Blockade mir glücklicherweise erschaffen habe. Also, als erstes sage ich immer, versuche diese Blockade einfach mal anzunehmen. Frag dich einfach, kannst du das annehmen, dass du nicht an dein Potenzial glaubst? Und wenn du jetzt fühlst, nein, das kann ich überhaupt nicht annehmen, das finde ich so saublöd, verstehe ich dich, klar. Dann kannst du dich fragen, kannst du das annehmen, dass du das jetzt nicht annimmst? Dass du nicht an dein Potenzial glaubst. Weil der erste Schritt ist immer, in den Frieden zu gehen mit dem, was ist. Weil solange du mit dem kämpfst, dass du jetzt die Blockade hast, kannst du sie nicht lösen. Brauchst du wie einfach erstmal zu sagen, die Blockade ist da. Du hast sie gesehen, das ist schon mal ein sehr großer Schritt. Du hast sie gesehen, du weißt, sie ist da. Und sie hat eine Berechtigung, sie darf da sein. Und sie fühlt sich sehr unangenehm an. Klar, logisch. Und das ist auch okay. Dann kannst du die einfach so annehmen. Und dann, wenn du merkst, wenn du die so annehmen und lieben kannst, dann ist schon sehr viel davon geheilt. Und dann kannst du schauen, wie du damit umgehst, ja, wie du, ja. Ja, wie du vielleicht dann aufschreibst, was dein Potenzial ist, oder gibt es ganz viele Möglichkeiten. Man kann auch schauen, wo war das erste Mal, wo ich nicht an mich geglaubt habe, oder wo ich nicht an das Potenzial geglaubt habe. Oder ja. Oder weil, wenn wir geboren sind, dann glauben wir uns irgendwie, dann glauben wir uns immer, glauben wir immer an uns. Wir kommen überhaupt nicht auf die Idee, irgendwie nicht an uns zu glauben oder nicht auf Gott zu glauben. Und dann so mit dem Leben, was wir erfahren oder was uns beigebracht wird, kommen wir weg davon. Kommen wir weg von uns selber. Und auch von unserem Selbstvertrauen, oder? Weil wir jemand haben, der immer alles für uns erledigt, oder weil jemand da ist, der uns ständig sagt, dass du das nicht kannst, dass du nicht gut bist. Ja, und dann irgendwann glaubst du das.
Und es hilft dann oft, wenn du einfach dich an dich selber erinnerst, wer du bist, was du eigentlich bist, dass du ja Licht bist, dass du Liebe bist, dass du gar nichts bist, was die Welt sagt. Oder weil das in der Schule fängt es an, wirst du abgestempelt. Hast du schlechte Noten, dann bist du nicht gut in Mathematik, oder? Dann bist du nicht gut in Mathematik. Dann hast du diesen Stempel für dein ganzes Leben lang. Aber dass du vielleicht einfach einen schlechten Mathematiklehrer hattest, der keine Freude an Mathematik hatte und nicht am Unterrichten und der einfach ein scheiß Lehrer war, der das nicht gut konnte. Das weißt du ja dann nicht, oder? Also hast du immer das Gefühl, du warst schlecht, du bist nicht gut in Mathematik, oder? Dann kannst du, ja. Ja, freunde dich erstmal an mit dem Teil in dir, der nicht daran glaubt. Der diesen Glauben verloren hat. Der braucht deine Liebe. Der braucht, oder? Der ist verzweifelt, der glaubt nicht mehr daran. Versuch diesen Teil zu umarmen. Versuch den zu lieben. Und zeig ihm einfach dein Potenzial. Zeig ihm einfach dein Potenzial, damit er da wieder vertrauen kann und wieder daran glauben kann. Also, jetzt muss ich hier ein bisschen hochscrollen. Ja, klar, wenn man Spaß hat, öffnet man sich für die Liebe, weil wenn man Spaß hat, dann ist man auch im Vertrauen, dann ist man in der Liebe, dann kommt es einem gar nicht in den Sinn, sich zu verschließen, wenn man spielt, wenn man Musik macht, wenn man singt. Ich bewundere deine Leichtigkeit. Ja, danke. Die kommt einfach, die ist einfach da, die kann man sich einfach damit verbinden. Und weißt du, wenn du die bei mir siehst, dann heißt das ja, dass du die auch hast. Spiegel. Grazie. Warte mal. Da, jetzt habe ich ein bisschen ein Durcheinander mit dem Chat. Also ich nehme jetzt einfach mal die, ja, ich hoffe jetzt, dass ich jetzt keine Frage ausgelassen habe, sonst müsste ich sie einfach nochmal schreiben. Hallo Lena, eine Heilerin hat mir gesagt, ich solle je nach Situation und Person mein Herz verschließen. Ich fühle mich aber sehr schlecht, wenn ich mein Herz verschließen muss. Ja, also kann ich dich ganz gut verstehen. Also... Ich persönlich sage einfach, also vergiss diesen Tipp, also das ist Blödsinn. Also das muss man überhaupt nicht, sein Herz verschließen, nein, nein, nein. Ich war auch mal an einem Workshop, wo sie uns das gesagt haben, wir können ruhig auch das Herzchakra verschließen, aber es macht keinen Sinn, das zuzumachen, vor allem wenn es offen ist. Lass das ruhig offen, strahl deine Liebe aus, fertig, das ist sowieso das Beste. Ich weiß nicht, was sie da gemeint hat. Sie wollte dir irgendwie helfen, aber das kommt wahrscheinlich auch aus früheren Leben, wo man gedacht hat, ja, wenn man so viel Schmerz spürt, dann verschließt man das Herz besser. Nein, 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 nein. Durch den Schmerz durchgehen, heilen, zack, weg ist es. Herz verschließen, halte ich nicht viel davon. Das machen wir oft, wenn wir Angst haben, passiert das sowieso automatisch. Aber das ist eigentlich auch ein blöder Reflex, bringt eigentlich auch nicht viel. Vor allem, wenn wir Angst haben, ist es noch besser, wenn das Herzchakra offen ist und die Liebe rausströmt und die Angst umarmen kann. Hm.
Oder was meinst du? Und weißt du, egal was ein Heiler oder ein Meister oder sonst wer sagt, auch was ich sage, das Wichtigste ist immer, dass du auf dein Inneres hörst. Da kann noch der Superdoktor und noch der Supermeisterguru X weiß nicht was kommen. Wenn du in dir drin fühlst, das stimmt nicht, das passt nicht für dich, dann hör auf das, was in dir ist. Weil das ist immer richtig und das ist das Wichtigste. Weil jede Wahrheit, jede Wahrnehmung ist so unterschiedlich wie die Menschen selber auch. Und ja, du fährst am besten, wenn du einfach auf dich und auf dein Gefühl hörst. Egal, was alle rundherum sagen. Weil viele sagen da eh nur, hä, was ist denn jetzt los? Jetzt bin ich da hochgerutscht im Chat. Ja, ich habe in dich reingeguckt. Ah, jetzt. Hoi, 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 hoi. Cool, schön. Also ich war im Wald und war sehr traurig. Ich ging an einem Baum vorbei. Der sagte, klettere auf mich herauf. Ich dachte, hey, das. Wo ist es jetzt wieder hin? Nein, Chat, was machst du? Klettere auf mich herauf. Ich dachte, hey, das kann ich nicht. Ist viel zu hoch und bin mit den Händen gerade an die erste Äste drangekommen. Es ging hin und her, bis ich plötzlich eine Kraft und motiviert war und doch drauf geklettert bin. Ein zweites Mal habe ich es nicht geschafft, weil ich nicht die Power hatte, den Bau. Cool, hä? Ah, ja. Hey Lena, gibt's auf deinem Planeten auch Bäume? Nein, nein, gibt es keine Bäume. Also es ist eine Sphäre, wo ich herkomme. Und da gibt es. Oh. Da gibt es keine Bäume, keine Tiere, keine Körper, kein Wasser, keine Erde, keine Nahrung, keine Häuser, gibt keine Materie. Nix, nada Materie. Nur Licht, Liebe, Freude, Farben, Leichtigkeit. Es glitzert und glänzt alles, alles so pastellfarbige Farben, weil. Es verändert alles. So, es gibt höchstens so, man könnte es das Ähnlichste wie Dampf, das was wir hier als Dampf haben, das gibt es einfach so farbig, aber sonst nur so Licht und Liebe. Danke. Lena, ich habe eine ungewöhnliche Frage. Na, das gibt's doch nicht. Ungewöhnliche Fragen gibt's nicht. Könntest du mal deinen Engel fragen, ob es Leben in der hohlen Erde gibt? Anscheinend ist dort ein Ort sehr starke Liebe, vielleicht sogar unser Ursprung. Ja, es gibt Leben in der Erde. Kannst du auch mal runterreisen? Ist ganz schön. Ursprung kann gut sein. Es kann gut sein, dass dein Ursprung oder ein Ursprung von irgendjemandem in der hohlen Erde ist und dass er da herauskam und auf die Erde kam. Was ich weiß, Trunvalo hat mal erzählt, dass gewisse Wesen, die in der hohlen Erde leben, die haben früher hier auf dem Planeten gelebt und sind dann in die Erde hinein, weil es sicherer ist. Soviel ich weiß, gibt es mehrere Wesen, die in der Erde wohnen. Es gibt auch ganz schöne Kristallhöhlen unter der Erde. Könnt ihr auch einfach mal in Meditation gehen und runterreisen. Oder auch nachts. Könnt ihr sagen, ich mag mal dahin gehen. Das ist ganz schön.
Ja, du bist lustig. Kiss me, please. Muss dann bei der Expedition den Rucksack nicht vergessen. Nein, Quatsch. Also heute haben wir es hier richtig international, hä? Jemand aus Italien, jemand aus Japan. Viele aus Deutschland. Ich bin ja aus der Schweiz, ein paar aus der Schweiz, Österreich. Christina schreibt, kommt da noch ein zweiter Teil? Ah ja. Also alles, was du über die Natur und halt auch Energien erzählst, habe ich geahnt, aber weil keiner in meiner Umgebung darüber geredet hat, habe ich nicht so hingespürt. Aber jetzt sehe ich ja, dass ich auf diese Seite sehen kann. Danke, danke, danke. Ja, schön. Das freut mich. Es ist oft so, dass wir halt das Herz oder das Gefühl ist oft leise oder nicht so laut. Und dann, wenn wir mehrere Leute das Gleiche sind und dann darüber erzählen, dann können wir uns gegenseitig unterstützen. Was passiert deiner Meinung nach 2012? Party! Party! Party, Party, Party! Ja, da machen wir Party, oder? Lass mir die Korken knallen. Nein, keine Korken, ich mag keinen Alkohol. Nein, aber Veränderung. Es gibt große Veränderungen 2012. Große, große Veränderungen. Es kann aber auch sein, dass es sich noch ein bisschen verschiebt. Es ist nicht so fix. Weil ich habe jetzt für August hatte ich so ganz klares Gefühl, was da passieren wird. Und jetzt habe ich irgendwie das Gefühl, dass das jetzt wieder ein bisschen verschoben wurde. Oder ein bisschen aufgehoben oder nach hinten verschoben. Kann aber auch sein, dass es dann doch noch kommt und geschieht. Aber was ich einfach weiß, ist, dass sich jetzt, oder wir haben ja hier die Pole auf der Erde. Wir haben das männlich, das weiblich. Dunkel, Licht, ja, nein. Ja, einfach sehr viele große Gegensätze. Und das haben wir so gewählt. Dieses Spiel wollten wir einfach spielen. Das wollten wir mal ausprobieren. Und diese Periode ist jetzt einfach vorbei. Also diese Erfahrung, also es wurde entschieden, dass diese Erfahrung jetzt abgeschlossen ist. Und ja, die sollen wir jetzt zusammen wieder zusammenbringen. Und ich sehe da nicht alles, oder? Das ist so groß und umfassend und hin und her und tatütata. Ich habe ein paar Freunde, die kennen sich da ein bisschen besser aus. Aber es ist einfach so, dass wir wieder in diesen Zusammenschluss kommen. Dass sich die Pole immer noch mehr aufspitzen, aufspitzen und wieder sich wieder vereinen, dass wir wieder eins werden, das männliche und das weibliche, Licht und Schatten, hell und dunkel, Tag und Nacht, dass das wieder einfach in die Einheit kommt, in die Balance. Und das kann sich auf verschiedene Weisen ausdrücken. Es kann sein, dass einfach, also was ich ganz klar spüre, ist, dass es immer schneller geht mit dem
so wie ich denke, so kreiert sich meine Realität. Es gibt ja schon einige Orte auf der Erde, wo das schon läuft. Da bin ich auf dem Motorrad und denke, oh, hoffentlich mache ich keinen Unfall, bumm, fällst du um und hast den Unfall. Wo einfach deine Gedanken, bam, sofort eintreten, sofort passieren. Und ich denke, da wachsen wir jetzt so schrittweise hinein. Also ich merke das in meinem Leben, wenn ich zum Beispiel ein paar Wochen oder so im Mangeldenken verbringe, geht es ein paar Wochen, schwupps, und ich habe Mangel in der Materie. Verbringe ich ein paar Wochen im Fühlebewusstsein, schwupps, habe ich es im Fühlebewusstsein. Verhalte ich mich irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so und so, kommt die Retourkutsche oder der Spiegel kommt viel schneller als vorher. Und ich habe das Gefühl, das wird jetzt einfach langsam immer mehr und mehr ansteigen, dass wir einfach sofort den Spiegel haben, sofort die Antwort, sofort einfach das, was wir erschaffen, einfach sofort, dass das sofort passiert, oder? Ich meine, ich kann mich erinnern, vor 3-4 Jahren, wenn ich mir da was gewünscht oder manifestiert habe, musste ich vielleicht manchmal einen Monat, manchmal ein Jahr, manchmal 2 Jahre warten. Heute geht es schon viel schneller. Vor einem halben Jahr war es noch langsamer, jetzt geht es schon viel schneller. Und ich denke, da kommen wir immer mehr hinein. Ja, es wird einfach immer mehr Licht geben auf der Erde, es fließt immer mehr Licht hinein. Ja, es kann gut sein, dass es großes Chaos gibt. Ich denke auch, Mutter Erde ist sich schon am wehren. Ja, es gibt so verschiedene Sichtweisen. Also die einen sagen, Mutter Erde ist in ihren Wehen, sie ist kurz vor dem Gebären. Andere sagen, Mutter Erde ist einfach am Sagen, so, jetzt reicht's. Jetzt machen wir mal einen anderen Kurs. Schlussendlich stimmen alle Ansichten. Es kommt halt immer darauf an, von welcher Ebene dass man da spricht, oder? Ja, also alleine über 2012 oder über die Geschehnisse auf der Erde könnte ich jetzt wieder stundenlang quasseln. Das mache ich jetzt nicht. Hallo liebe Lena, magst du was zu den außerirdischen Freunden sagen, die uns eventuell bald besuchen werden? Sagen. Ah. Ja, also unsere lieben außerirdischen Freunde, die sind schon da. Also wenn ich zum Fenster rausschaue, da sehe ich ganz viele. Oder wenn ich so über die Dächer schaue, sehe ich auch ganz viele. Die sind schon da. Du meinst wahrscheinlich, wenn sie grobstofflich werden? Nehme ich mal an. Also die außerirdischen Wesen, die sind schon da. Genau. Wenn sie dann grobstofflich werden, das hängt von uns ab. Es gibt Menschen, die sehen, die kommunizieren und sehen schon mit grobstofflich außerirdischen Wesen. Ja, ich hatte auch einmal so ein ähnliches Erlebnis, also nicht ganz grobstofflich, aber schon sehr, also nicht so physisch jetzt hier, aber schon sehr materiell. Und ich bin erschrocken, ich bin total erschrocken, ich war in der Waschküche und habe gedacht, ja, also ich würde eigentlich auch gerne mal mit seinem Wesen reden. Bums, war schon neben mir. Hoppala, boah, also ich bin echt erschrocken, weil ja, das ist unser menschlicher Verstand oft nicht gewöhnt. Also ich denke mal, in dem Moment, wo wir keine Angst mehr haben oder wo wir das wie einfacher nehmen können, es gibt ja jetzt schon immer mehr UFOs, die wir sehen, oder? Ich denke mal, der menschliche Verstand wird jetzt so langsam darauf vorbereitet, dass wir das dann hinnehmen können. Aber du kannst jederzeit darum bitten und wenn du bereit bist dafür, dann wird das passieren. Du kannst auch darum bitten, ein UFO zu sehen. Funktioniert, habe ich auch mal gemacht. Das war cool. Schön. Ich habe in der Natur den Ort gefunden, an dem ich leben möchte und habe mich dort verwurzelt. Werde ich
dann bald dort leben? Also wenn du fühlst, dass das dein Platz ist, den du gefunden hast, dann macht es Sinn, dass du dort lebst. Es kommt natürlich darauf an, ob du vorher noch was erledigen sollst oder ja, also wenn du das willst und wenn es das Beste ist für dich und für deine Seele, dann wird es so sein. Also was ist genau deine Frage? Ich meine, du kannst ja einfach dorthin ziehen. Oder geht es nicht? Aha, das Haus, das dort steht, gehört ja nicht mir. Ja, dann kaufst du es eben. Und das Geld, um es zu kaufen, habe ich ja auch nicht. Ja, aber weißt du, wenn du fühlst in dir drin, das ist dein Haus, das ist dein Platz, du sollst da wohnen, dann sagst du deinen Engel, ja, danke, ich würde gerne da wohnen. Zeig mir, wie ich das umsetzen kann. Bring mir das Geld, damit ich das Haus kaufen kann. Oder bring mir die Möglichkeit, dass ich daneben ein Haus bauen kann. Oder keine Ahnung. Und wenn es wirklich das ist, was du brauchst oder was deines ist, dann wird das so kommen. Dann wird das so geschehen. Aber das sind so, weißt du, das sind so unsere Ausreden. Ja, ich habe ja kein Geld. Kannst du einfach sagen, hey, wenn ich dahin soll, dann bring mir mal die Kohle. Wenn du das wirklich fühlst, von innen, vom Herzen heraus, oder? Bitte. Ja, also grobstofflich möchte ich sie gar nicht sehen, weil ich weiß, dass ich sonst erschrecken würde. Ja, also ich denke, irgendwann ist es schon schön, die grobstofflich auch zu sehen, aber ja, wenn die Zeit reif ist dafür. Ich will dich ganz lieb grüßen, freue mich so, dass es dich gibt. Love, love, love. Danke. Ja, die Smileys und die Herzen, die kann man bestellen bei den Schutzengeln. Oh, jetzt haben wir 22:22 Uhr. Wow. Diese Uhrzeit mag ich total gerne. 4 und 4, 8. Genau. Unendlichkeit. Und auch die 2 ist dabei und die 4 mag ich sehr gerne. Magst du auch die Uhr? Ja. Ah, du bist eine 4. Ich bin eine 11. Und eine 2. Schön. Bitte? Wenn man die feinstofflichen Wesen sehen könnte, dann wäre man doch sicher sehr abgelenkt und könnte sich doch nur noch schlecht auf das physische Leben hier konzentrieren. Naja, also das physische Leben, das ist ja auch gleichzeitig ein feinstoffliches Leben. Es gibt ja nichts, was nur Materie ist. Es
gibt immer Geist zur Materie. Auch die normalste Maschine hat auch einen Geist. Auch die Geschirrspüle hat einen Geist. Auch die Waschmaschine. Es ist alles begeistert, beseelt. Genau. Und es wäre manchmal gut, wenn viele Leute ein bisschen mehr sich auf die feinstoffliche Ebene einlassen, oder? Ich glaube nicht, dass die uns zu ablenken. Die würden uns sogar helfen. Weißt du, wie cool? Kommen die Außerirdischen. Soll ich dir helfen bei Putzen? Ah ja, klar. Und dann machen sie. Okay. Ah, alles sauber. Ah ja, danke. Das wäre doch mal cool. So ein Meister, nicht ein Meister Proper, sondern so ein Meister Marsi. Meister Mars. Hallo, Meister Mars. Könnte ich mal wieder brauchen. Du bist eine 10-10. Wie geht denn das? Also eine 20. Oder eine 10. Oder du hast am 10.10. Geburtstag. Aha, du weißt du, für die Lebenszahl musst du 10 und 10 zusammenrechnen und dann 19 Geburtsjahr und dann die Quersumme davon, dann kriegst du die Lebenszahl. Kommunizierst du mit deinen Freunden auch geistig, irgendwie so telepathisch? Ja, also ich bis jetzt habe ich noch keine Freunde, die das so wirklich wortwörtlich verstehen. Aber ich habe mit den meisten Freunden einfach eine Verbindung, wo wir einfach genau wissen, wie es dem anderen geht, was der gerade tut, ob der jetzt gerade Zeit hat für uns, für mich, ob der jetzt gerade Lust hat, sich zu treffen oder nicht. Also wir sind schon verbunden und das ist auch so eine telepathische Verbindung da, aber jetzt nicht so wortwörtlich. Ich habe das einmal erlebt mit einer Person, wo ich an sie gedacht habe, die hat das sofort gespürt und hat mir dann auch gleich so geantwortet, wo ich dann mit ihr so im Kopf reden konnte und die wusste das dann aber auch gerade so präsent. Das war, ja, das war cool. Mit den anderen Freunden kann ich mich auf Seelenebene unterhalten. Die wissen das manchmal dann auch, aber nicht so wortwörtlich, nicht so ganz genau. Müssen wir noch ein bisschen üben. Aber ja, wir fühlen einfach so, was gerade beim anderen läuft. Ah, schön. Dich fühlt man durch den Computer. Ah, super. Dann ist mein Ziel erreicht. Liebe Lena, könntest du vielleicht noch etwas über die Symbolkraft der Blume des Lebens berichten? Ja, du bist lustig. Also was mich jetzt viel mehr interessiert, wie kommst du auf diese Frage? Oder was fühlst denn du? Was ist das für dich? Was ist für dich eine Symbolkraft? Also für dich ist die Symbolkraft der Blume des Lebens die Sonnenquelle von St. Leonard. Oder was ist mit der Sonnenquelle von... Also jetzt stehe ich irgendwie auf dem Schlauch. Verstehe ich jetzt gar nicht ganz. Also ich kann einfach sagen, so wie ich jetzt die Frage verstehe,
dass ich etwas über die Symbolkraft der Blume des Lebens erzählen soll, fühle ich mich jetzt nicht gerade dazu qualifiziert, etwas dazu, darüber zu erklären, weil es gibt ja ein ganz großes, dickes Buch, wo da alles genau darüber erzählt wird. Das kann ich leider nicht auswendig. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Auf der Sonnenquelle von St. Leonard, da ist sie hinter dem Etikett abgedruckt. Was bewirkt das? Ah, okay. Also, so kurz zusammengefasst würde ich mal sagen, also hier habe ich auch eine Blume des Lebens, tut einfach die Zellen oder das Wasser an ihre ursprüngliche Form erinnern. Ja, es wird gesagt, dass die alle Zellen und all das in dieser Form ist. Aber ich kann dir ein Buch empfehlen. Das ist von Drunvalo Melchisedek. Vielleicht kann das jemand aufschreiben, weil ich kann, glaube ich, im Chat nicht schreiben, sonst haut es mich raus. Drunvalo Melchisedek, Die Blume des Lebens. Gibt es eins oder zwei Bücher? Da ist das ganz schön im Detail erklärt, was das genau für ein Symbol ist, weil, also, da kann ich eigentlich nicht gut beantworten, weil das ist ziemlich ein großes, umfangreiches Thema, so, also, es bewirkt einfach, dass ich, kurz gesagt, dass das wieder in seine ursprüngliche Form, in seine ursprüngliche Zellform zurückgeht. Ist auf jeden Fall was Gutes, was Schönes. Also für mich fühlt sich die Blume des Lebens sehr gut an und ich habe eben jetzt eine Flasche, wo das drauf ist, oder auch andere Krüge, wo das drauf ist, und ja, das Wasser schmeckt mir dann auch einfach auch besser. Danke. Danke. Du strahlst so viel Liebe aus, wunderschön. Danke. Ja, deshalb bin ich ja hier. Meine Engel haben mir mal im Traum gezeigt, dass ich mit meinen Energien in den Händen ein materielles Haus bauen kann, so mit aus der Entfernung Steine heben. Ist es heute schon möglich oder braucht die Erde noch Entwicklung oder ich? Ja, das ist möglich. Das ist alles möglich. Es gibt Menschen, die können mit der Materie so, einfach so, können schnell den Mond herholen. Ja, kann man schnell ein paar Gabeln verbiegen, ein paar Münzen schmelzen lassen, Steine heben. Ja, das ist alles möglich. Können wir alles. Sag doch den Engeln, sie sollen dir das beibringen. Sollen dir zeigen, wie du das machen sollst. Ja, das ist sehr praktisch. Ich glaube, ich würde dann die Wolken jeden Tag wegschieben. Dann manifestiere ich mir einen Geldscheinbaum. Ja, super. Du kannst auch einfach mit deinen Geldengeln sprechen. Das sind nämlich extra Engel, die sich um deinen Geldfluss kümmern. Hast du das gewusst? Muss die mal anrufen, muss man mit denen reden. Sag's mal, du willst ein bisschen Geld bauen, willst ein bisschen Geld regen. Sollen die mal da was, einen Vorschlag machen, sollen sich da mal
über eines auf die an die Arbeit machen. Weil wenn wir mit denen nicht sprechen, ja, dann wissen die auch nicht, was sie tun sollen. Ich bin dafür, eher Weltfrieden und unendliche Liebe für alle Lebewesen zu manifestieren, denn daraus ergibt sich Fülle anstatt Geldmangel und Machtmissbrauch. Ja, finde ich eine gute Idee. Machen wir doch. Hm? Ich weiß auch wie. Wir fangen da an und manifestieren in uns Frieden. Die unendliche Liebe. Frieden mit dem, was wir sind, wie wir sind. Ja. Ich weiß noch, als ich so 13, 14 war, habe ich immer so an Familienfesten, habe ich mich an den Tisch gesessen, habe gesagt, Leute, so geht es nicht. Wir müssen was machen, die Welt retten, das geht nicht, wir brauchen mehr Frieden, wir brauchen mehr Liebe, so und so und so und so. Ich habe da so voller Freude und Motivation erzählt. Und dann kam mein Onkel so, ja, als ich so alt war wie du, hatte ich auch solche Träume. Und hat mir meinen ganzen Mut und Energie wollte einfach so kaputt machen. Und ich sage, na warte. Ich gesagt, nein, wir brauchen das, wir müssen was machen, echt. Es geht ja nicht so weiter. Ja, und jetzt bin ich total happy, weil jetzt habe ich ein paar Dinge gefunden, wie wir echt Frieden machen können in uns drin. Und je mehr wir in uns drin Frieden haben, umso mehr Frieden ist auf der ganzen Erde, weil es geht immer von innen nach außen. Ja, wir können echt Frieden machen, wir haben es in der Hand. Und Liebe und alles. Und ja. Das Leben ist ein Abenteuer und man kann selber bestimmen, was man erleben will. Nur leider wissen und glauben, dass die meisten Menschen nicht. Ja, noch nicht, würde ich mal sagen. Noch nicht. Das kommt dann. Das kommt dann noch. Sing, trommel mein Herz für das Leben, singe mein Mund den Frieden, auf dass die Erde heller und schöner werden. Ja! Ja, und dann hopsen wir auf den Wiesen rum und ich übe schon mal auf meinem Trampolin. Hihihi, ja, super Idee. Ich habe letztens auch so gesagt, manchmal, wenn ich so 2-3 Stunden so smile und so lache, kriege ich so Muskelkater hier. Dann merke ich auch so, ich gedacht, ich muss noch mehr trainieren. In Zukunft sind wir alle so nur noch so am Smilen und am Grinsen. Haben wir dann alle Lachmuskelkater. Müssen wir jetzt schon anfangen zu trainieren, dass wir dann nicht nur noch Muskelkater haben. Das wäre dann blöd. Genau, und dann feiern wir mit den Auswirtschen. Machen wir eine große Party. Lachmuskelkater in den Backen ist einfach nur das Beste. Naja, also einmal hatte ich das so stark, das ging dann bis da nach hinten. Da hat die Muskeln hier hinten auch noch geschmerzt. Und wenn du dann in diesem Lachzustand bist, kannst du dann nicht mehr aufhören zu lachen. Und wenn es dann einfach nur noch schmerzt, musst du dann einfach so machen. Damit ich nicht mehr lache. Damit es nicht so weh tut. Aber naja, je mehr Training man hat, umso besser geht's dann.
Eine Lachpause, ja. Es wird dann schwierig. Also wenn du mal so richtig in Fahrt bist und so richtig am Lachen und am Rumquieksen und Quieksen und so, dann, ja, dann ist dann nichts mehr mit Pause. Dann geht es nur noch so. Und dann wird es noch lustiger. Genau, kennst du das, wenn es da ein bisschen nach hinten zieht? Meine Freundin, die kriegt es dann immer im Bauch. Die hat dann immer im Bauchlachmuskelkater. Also das kennt ihr sicher, wenn ihr so lachen müsst, dass ihr nicht mehr stehen könnt. Das hatte ich einmal. Musste ich so lachen, konnte ich nicht mehr stehen. Dann bin ich einfach mitten in der Cafeteria am Boden gesessen, musste hinsetzen. Ich konnte mich einfach nicht mehr halten vor Lachen. Das hat auch so. Und so Bauchschmerzen, also so ba im Bauch, so Muskelkater, konnte nicht mehr aufrecht stehen, musste mich so hinsetzen. Ja, das wird sicher lustig, wenn dann alles so macht. Das hilft sicher nichts, um das Lachen zu stoppen. Im Gegenteil. Oh, das ist schade. Kenn ich. Ich musste in der Schule immer so viel lachen, bis ich vor der Tür war. Also das war aber kein cleverer Lehrer. Was für ein Geschenk. Lena, du musst dich unbedingt vermehren. Es gibt mich nur einzigartig. Aber jeder von euch kann auch so in seine Fröhlichkeit gehen. Yeah, danke, es freut mich. Ja, ihr habt ja auch dazu beigetragen. Ist ja nicht nur ich. Ohne euch wäre der Live-Chat ja jetzt auch ganz anders gekommen. Hätten wir jetzt ja nicht so gelacht. Genau. Naturwesen bringen mich manchmal zum Lachen durch ihre Art, einer, der ganz leicht ist und kitzelig. Ja, das kenne ich. Dann gibt es auch die Kobolde, die kommen auch immer und kitzeln. Aber das können die Schutzengel übrigens auch, wenn wir mal ein bisschen mies drauf sind oder so. Hey Schutzengel, tu mich mal kitzeln. Da müssen wir auch voll lachen. Genau. Wann machst du deinen nächsten Live-Chat? Weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich gibt es im August keinen, weil ich auf Reisen bin. Und dann hoffe ich wahrscheinlich September irgendwann. Aber es steht dann auf jeden Fall auf meiner Homepage, das lena.ch. Bei den Anlässen, da stehen immer alle Anlässe drauf. Oder ihr könnt meine Info-Mail abonnieren. Da schreibe ich es auch meistens, wenn ich es nicht vergesse. gibt es eine Info-Mail, da schreibe ich über, auch wenn ich Vorträge oder Seminare mache oder so, schreibe ich das. Und auch, klar, auf der JetzTV-Seite gibt es ja auch immer, wo man schauen kann, wann wer Live-Chat hat. Genau. Ja, und die Schutzengel, die können auch massieren, wenn man verspannt ist oder so. Ist auch immer schön. Ja,
Schön. Mein Schutzengel kraut mir abends die Haare. Ich merke schon, das Bett ruft. Oh, 22.44 Uhr. Oh, schön. Ja, gute Nacht. Dann machen wir doch fertig für heute. Also, es war sehr schön mit euch. Es war sehr lustig vor allem. Oh, schön. Ich habe mich total ungut gefühlt und war Tage nur schlecht gelaunt und dann habe ich eine Kerze angezündet und die Engel gebeten, die schlechte Energie mitzunehmen und dann ging es mir sofort super. Cool, mache ich oft auch mit Kerzen. Yeah, danke. Danke, danke. Ja, danke. Schön wart ihr da, schön habt ihr zugeschaut und mitgelacht und mitgeschrieben, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Schlaft schön, träumt schön, lebt schön, liebt schön, freut euch schön, lacht schön und liebt die Natur und ihre Wesen. Dann lieben sie zurück, als tun sie sowieso, aber dann noch mehr. Also, tschüss!